Er muss heute persönlich vor Gericht erscheinen und nicht per Videoschalte wie bislang Alexei Nawalny. Die Straßen rund um das Gericht sind am Morgen schon großräumig abgesperrt. Viele Polizisten wollen angekündigte Proteste von vornherein verhindern. Wer in Richtung Gericht will, wird scharf kontrolliert. Ich glaube, die Menschen werden auf die Straße gehen, denn es ist allen klar, dass der Prozess politisch motiviert ist. Für Nawalny geht es um eine hohe Haftstrafe in einem Verfahren gegen einen unliebsamen Kreml-Kritiker. Der Vorwurf, er habe gegen die Bewährungsauflagen einer früheren Verurteilung verstoßen, hätte sich nicht regelmäßig gemeldet. Seine Anwälte argumentieren vor Gericht, Nawalnys medizinische Behandlung in Deutschland und die anschließende Reha war erst am 15. Januar zu Ende. Und wäre Nawalny nicht 2 Tage später am Moskauer Flughafen festgenommen worden, hätte er sich am nächsten Tag bei den Behörden gemeldet. Der Kreml betont in Richtung Ausland, der Fall Nawalny sei eine innere Angelegenheit, niemand solle sich einmischen. Man gibt sich betont desinteressiert. Wladimir Putin verfolgt die Verhandlung nicht. Er bereitet sich auf ein Treffen mit russischen Lehrern vor. Während des Prozesses gibt es in der Nähe Proteste und zur Stunde über 200 Festnahmen, berichtet eine Menschenrechtsorganisation.